Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ni no Kuni Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Weebler Games for You. Wir müssen immer noch oder wollen immer noch zwei weitere Tanks fangen. Deshalb geht's gleich auch wieder Richtung Gin-Treppen. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Genau. Mich würde ja mal interessieren, wenn man die Sprachausgabe umstellt auf Englisch, ob die dann, also die NPCs, die hier einfach rumstehen, ob die dann weiter in Japanisch labern oder ob die dann auch dann englisches Hallo einem entgegenträllern. Beziehungsweise Hello, letztendlich. So. Müssen wir warten, bis die Gegner eingeladen sind, beziehungsweise spawnen. Oben ist schon eine Sonne aufgetaucht. Dauert immer ein bisschen. Oh, da hinten gibt's was. Was ist das? Eine Sonne, nehme ich mal an. Haben wir der Sonne mal einen auf die Mütze? Nein, nicht wegrennen, was soll das denn? Zack. So. Ich denke, wenn wir den, also für jeden jetzt noch einen Tank haben, dann können wir das auch so angehen, dass wir noch mal ein paar Quests machen und im Zuge dessen dann auch die Tanks, die wir haben, quasi aufleveln. Und dann müssten wir aber eigentlich auch langsam Richtung salomonische Spiele losdackeln können. Auch nur ein Affe. Und Porten geht hier ja leider schlecht, weil da muss man ja immer wieder auf Tengri aufsteigen, hinfliegen und so weiter. Denke ich, ist nicht so gut. Außerdem, wenn wir hier kämpfen, wie gesagt, kriegen wir auch die Essenzen, die wir noch brauchen für die eine Trophäe. Das ist eine ganz gute Angelegenheit. Schon kaputt? Scheint fast so, ne? Hat er trotzdem noch gecastet. Bling, bling, du Übertreiber. Weiter geht's, lalalalala. Ah! So ein Schwein, so ein Schwein. Müssen wir das nächste Mal energischer hinterherlaufen. No, der rennt diesmal direkt auf uns zu. Hat wohl keine Ahnung gehabt, mit wem er sich anlegt. Oder er weiß nicht, wie man wegrennt. Eins von neun. So. Was haltet ihr eigentlich von der Möglichkeit, dass so Multiplayer-Online-Rollenspiele auch auf, ne, Maulaffe haben wir ja schon selber, auf Konsolen umgesetzt werden könnten mit der Next Gen? Denn Blizzard denkt ja arg drüber nach. Und es sind ja auch schon auf der PlayStation 3 und auf der Xbox welche erschienen mit Final Fantasy 11, beziehungsweise ich glaube, ja, nur Final Fantasy 11. Final Fantasy 14 ist, glaube ich, nicht für Konsolen rausgekommen. Ja, da habe ich mich damals für den PlayStation 3 Beta-Test angemeldet für Final Fantasy 14 und bin aber in den PC-Beta-Test reingekommen, warum auch immer. Hab den zwei, drei Tage gespielt und hab's für so schlecht befunden, dass es nicht meine Zeit nicht wert ist. Davon aber abgesehen, das zweite Rollenspiel, was umgesetzt worden war, ist mittlerweile free to play und müsste DC Universe sein. Auch auf der PS3. Genau. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber die Xbox hatte noch ein eigenes rein online Monster Hunter.
Kann nur sein, dass es das nur in Japan gab. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich meine, da gab's was. Persönlich bin ich mir noch nicht sicher. Es kommt drauf an, wie das Touchpad funktioniert letztendlich vom neuen Controller. Ob das mehrere Eingabemöglichkeiten dann bietet, sprich, dass es von mir aus verschiedene Knöpfe simulieren könnte. Aber grundsätzlich kann ich es mir schon ganz gut vorstellen. Vor allem wäre ich aber auch gespannt darauf, wie das mit der Zahlweise funktioniert. Gerade bei Spielen wie World of Warcraft mit dem Abonnement-Modell. Keine Ahnung, muss man dann immer wieder... Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann so Game-Time-Cards und dergleichen zum Beispiel von dem PC World of Warcraft trotzdem funktionieren. Obwohl, das kann schon sein, ne? Dass man dann auf dem Battle.net den Code eingeben muss, wie man es normal macht, und dass es dann in-game quasi freigeschaltet ist. Finde ich interessant. Was ich auch interessant finde, ist, weil zum Beispiel bei Diablo 3, wenn das jetzt für Konsolen umgesetzt wird, dann soll es so sein, dass es keine Auktionshäuser hat, wie in der PC-Version. Blizzard hat offiziell bestätigt, dass die Auktionshäuser dem Spiel geschadet hätten. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich denke, dass die Konsolenversion dann eben auf eBay ausweicht, weil Handel ist ja trotz allem möglich. Und ich denke, dass die Verkäufe dann eben über eBay gehen. Und Blizzard letztendlich nichts daran verdient. Naja, keine Ahnung. Also ich fand das eigentlich schon ganz gut mit den Auktionshäusern, weil man ja auch eine gewisse Sicherheit dadurch hatte. Zum einen sind die Preise gecapped, auf über 250 geht's ja nicht. Und zum anderen ist es ja so treuhänderisch, so quasi. Man übergibt das Geld an Blizzard und Blizzard gibt das Geld an denjenigen weiter, der das Item dann verkauft hat, sowie dass man dann auch eine richtige Beschwerdestelle hat, die sich zum einen mit der Thematik auskennen und zum anderen dann auch wirklich was machen können. Kann ich damit persönlich ganz gut leben. Vor allen Dingen darf man aber auch nicht vergessen, das ist ja nicht so, dass das jetzt das erste Mal wäre, dass es sowas von einem Hersteller aus gibt. Diesen ganzen Mikrotransaktionskram mal außen vor gelassen. Und hat das Sony auch schon gemacht. Sony hatte ja, oder hat immer noch, mit EverQuest und Co. einige Online-Rollenspiele entwickelt und betrieben. Und da hatten die auch eigene Auktionsshops oder Shops generell, in denen man In-Game-Items verkaufen konnte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es gegen Geld war. Ich glaube schon. Da oben ist einer, da können wir mal hinfliegen. Also echt Geld oder In-Game-Geld, darum geht es mir mit Geld. Finde, das ist eigentlich ist es eine ganz gute Sache, solche Aktionshäuser. Man muss sich mal vorstellen, wenn man das Spiel spielt regelmäßig und zum Beispiel Items bekommt, für deren Klasse man zum Beispiel gar nicht ist. Oder auch Items, die keiner von euren Freunden oder meinen Freunden, wie auch immer, gebrauchen kann in dem Sinne. Und man kriegt dann dafür trotzdem von mir aus nochmal, was weiß ich, 1 Million Gold oder von mir aus auch 1 Euro oder so oder 2 Euro. Dann ist es doch ein nettes Taschengeld trotz allem. Und diese zweite Sache ist ja vor allen Dingen, man muss es ja nicht machen, man muss ja nichts verkaufen in dem Sinne. Oder kaufen. Das bleibt einem ja letztendlich selbst überlassen. Natürlich kann das schnell so aussehen, dass man was kaufen muss, weil es einfach schneller geht, wenn man etwas gekauft hat, aber man muss es nicht tun. Ist ja nur dann der Eindruck, dass man selber ein bisschen unzulänglich ist, weil man nichts gekauft hat, beziehungsweise nicht so schnell dann weiterkommt wie andere, die was gekauft haben.
kann mir aber auch gut vorstellen, dass Blizzard das nur zu Anfang so lässt, dass es keine Auktionshäuser gibt und das im späteren Verlauf vielleicht noch einführen wird, weil die ja trotz allem, die Boss-Taktiken und so weiter sind ja bekannt in dem Sinne, die Skillungen sind ja bekannt, dadurch, dass es eben auf dem PC schon einige Jahre jetzt oder eine längere Zeit, besser gesagt, auf dem Markt ist, um da eben so den Anreiz nochmal hinzukommen, dass die Leute das dann eben schaffen und World First hier und nah versuchen hinzukommen, weil ja, weil es eben schwerer ist, auch die Charaktere auszustatten. Ich kann mich nur beim Diablo Launch erinnern, da war es ja auch relativ schwer, an die Sachen ranzukommen, weil es sie einfach noch nicht gab. Die müssen ja erst bei irgendjemandem getroppt sein, bevor sie kommen. Es ist ja nie so gewesen, dass Blizzard irgendwelche Items von sich aus reingeworfen hat in Zaha. Das muss immer irgendjemand beim Spielen getroppt bekommen haben. Und ein wichtiger weiterer Punkt ist, ich glaube, dass es dann weniger Bots gibt. Weil es kann natürlich sein, dass ich naiv bin, gebe ich jederzeit zu, aber ich glaube, dass es auf Konsole ein bisschen schwerer ist, einen Bot hinzubekommen. Kann mich natürlich jeder gerne widerlegen. So. Ich gehe aber generell jetzt, um das Diablo-Thema abzuschließen, ich würde es befürworten, wenn es nicht weniger Auktionshäuser gäbe, sondern in mehr Spielen es Auktionshäuser geben würde. Weil ich halte das durchaus für eine gute Sache, eben auch aus dem Lebensverdienststandpunkt her. Weil wenn ihr euch überlegt, ihr spielt die Spiele ja zum Spaß, klar, logisch. Aber ja, wieso solltet ihr nicht auch den ein oder anderen echten Euro draus bekommen können? Und dabei helft ihr ja dann anderen wiederum auch, die von mir aus weniger Zeit haben oder dergleichen. Und ich sehe da nicht so das Problem, ehrlich gesagt. Ist ja in dem Sinne nicht pay to win. So. Maulaffen. Und wenn man sich überlegt, dass ich hier schon die Stempelbelohnung habe, dass die sich besser fangen lassen und die trotzdem so gut wie nie beeindruckt sind, dann weiß ich aber auch nicht hier. Wie beeindruckt man Vertraute richtig? Indem man sie schnell umhaut oder eben nicht? Das ist die große Frage, die ich mir gerade stelle. Was wir mal machen können ist, der müsste eigentlich alles verdaut haben, genau. Geben wir mal ein bisschen Eis. Schmeckt's? So lala. Was damit? So lala. Was hiermit? Auch so lala. Kuchen? Was willst du davon? Auch nur so lala. Das scheint wohl hauptsächlich auf Schoki zu stehen. Und ich glaube auch fast, dass der nur Vertrautheitsstufen höher bekommt, wenn man dem dann auch tatsächlich das gibt, was er am liebsten ist. Zumindest in den hohen Bereichen hier. Heißt für uns, wir müssen irgendwie gucken, dass wir so viel Schokolade produzieren wie möglich. Hochwertige Schokolade. Damit wir die Trophäe in Angriff nehmen können. Wir brauchen ja die Vertrautheitsstufe. Und auch gleichzeitig, dass er alle möglichen Zusatzpunkte, die er bekommen kann, mit verteilt bekommen hat. Genau, zack. Alles klar. Ist euch das aufgefallen? Der Barbar, der hat hier eine Banane in der Hand. Die er sich selber aus dem eigenen Körper genommen hat, quasi. Wenn er reif wird, dann tut er sich selber quasi verletzen. Ist ja auch ein bisschen komisch.
Worüber ich im Moment ein bisschen nachdenke, ob das ein gutes Spiel werden könnte, ist Persona 4 Arena für die PlayStation 3, genauso wie für die Xbox. Ist nur kein Rollenspiel in dem Sinne, es hat zwar Rollenspielaspekte, ist eine Kollaboration zwischen Atlus, den Rollenspielmachern von der Persona-Serie, und wie heißt, ich weiß nicht, wie das andere Entwicklerstudio heißt, aber die haben, glaube ich, Blaze Blue, so ein 2D-Beat'em-up gemacht. Sprich, es ist hauptsächlich ein Beat'em-up von den Kämpfen her, soll aber wiederum auch eine gute Story erzählen und um die 30 Stunden Spielzeit haben. Ich bin nicht so der Beat'em-up-Fan in dem Sinne, dass ich da richtig gut wäre oder so, bin da eher der Button-Masher. Weil ich habe nicht die Muße, mir alle Moves auswendig zu lernen. Geschweige denn dann irgendwelche Move-Verkettungen von runter, schräg runter, rechts, XY, hast du nicht gesehen, dann zu drücken. Sind mir meine Finger für zu schade. Als dass ich die so verknoten wollen würde. Jedenfalls aber. Was mich halt interessiert ist für den Beat'em'up, 30 Stunden Spielzeit oder wirklich Storyzeit, auch dann letztendlich, das ist etwas, was für mich persönlich eher ein Neuland ist. Bin da eher so Tekken gewohnt, wo zwar durchaus das ein oder andere Video kommt, aber niemals, dass man da auf 30 Stunden wirklich interessante Story kommen würde, geschweige denn auf eine Minute oder dergleichen. Also von daher, das ist halt so eine Sache, vor allen Dingen, es kostet glaube nur 40 oder 50 Euro und ist halt auf jeden Fall was, wo man mal drüber nachdenken könnte, denke ich. Gerade wenn man auf so 2D-Beat'em-up steht, weil soweit ich das von der Rollenspiel-Story her und den Story-Spielen, die Atlus bisher gebracht hat, denen ich folgen durfte, finde ich die Storys eigentlich recht gut in der Regel. Wir haben auf jeden Fall was auf dem Kasten. So. Sind auf jeden Fall so gut, dass ich mir nach und nach auch die PSP-Teile der Persona-Serie runterladen werde. Damit ich die auch spielen kann. Weil da ja auch, glaube ich, ein oder zwei Titel zumindest umgesetzt worden sind. Muss nur gucken, wie viele in PSN dann verfügbar sind letztendlich. Nein, Affe, dich wollen wir nicht. Ich frage mich ja, ob zum Beeindrucken man die fast tothauen muss oder eben keine Ahnung was. Weil er eben hat ja, so wie es scheint, keine Energie mehr gehabt. Was ich auch ein bisschen blöd finde, ist, man müsste eigentlich, nach meiner Meinung, wenn dann einer so fähig ist, dass man ihn quasi einfängt oder dazu bereit ist, sich fangen zu lassen, sollte der Rest der Gruppe dann aufhören zu kämpfen und erst wieder auf, von mir aus, den Befehl Dreieck hin da wirklich was gegen machen. Einfach damit man die Chance nicht genommen bekommt, den dann wirklich zu bezirzen. So. Weiter geht's. Gibt's auch gar nicht. Gibt's hier oben vielleicht wieder mal einen? Nee, ne? Ja. So läuft das hier. Alternativ könnte ich es natürlich auch so machen, dass ich einfach nur generell starke Vertraute mitnehme. Brauche ja laut Specification nur jeweils einen guten für die beiden.
Mehr sollen sie auch gar nicht haben, damit sie keinen Mist machen können. Weil ich würde sagen, ich gebe der ganzen Sache jetzt noch diese und die nächste Folge Zeit. Wenn ich bis dahin nicht mindestens einen von diesen Vertrauten noch mal fangen konnte, schwenke ich vom Plan her ab. Fange ich dann gleich mit Quests an und wir nehmen dann einfach noch andere starke Vertraute mit. So. So. Die rennen die ganze Zeit, diese Affen, auf uns zu. Ich frage mich, womit das zusammenhängt. Danke. Da bumm, da bumm. Yay. Ich glaube, langsam das mit den Essenzen, das wird am längsten dauern von allem. Weil wenn man mal bedenkt hier, wie dass wir die 1000 Kämpfe schon erreicht haben, aber noch keine 2000 Essenzen, das ist schon heftig. Ja, wieder mal zu langsam, weil er uns beim Untergehen schon gesehen hat. Der Kollege. Nähern. Uns gesehen, der Arsch. Weil diesmal konnte er nicht entkommen. Passt ja das Selbstverstümmeln zum Barbaren-Dasein. So, jetzt haben wir irgendwie zwei Essenzen wieder in dem Kampf bekommen. Das heißt, im schlimmsten Fall müsste man quasi nochmal 1000 Kämpfe machen. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber insgesamt halt. Nachdem man die Stempelgeschichte bekommen hat, mit dem alle Essenzen werden am Ende vom Kampf eingesammelt. Aber andererseits kann ich es mir auch wiederum nicht vorstellen, weil man ja doch den einen oder anderen Bosskampf gemacht hat, der auch etwas länger ging, indem man viel mehr Essenzen dann eingesammelt hat. Das kann ja nicht verloren gegangen sein. So. Was mich ein bisschen stört im Moment ist einfach, dass alle, also dass die Truhen auf der Welt wohl nicht die einzigen sind, die zählen für die Trophy, sondern dass man da wirklich anscheinend dann auch in die Dungeons nochmal rein muss. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Oder ich habe einfach noch nicht alle gefunden. Kann natürlich auch sein, dass einfach nur das in den Wäldern noch dazu gezählt wird. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Zack, zack. Einen haben wir. Eine Essenz im ganzen Kampf. Super. So. Alles ausgerottet, oder wie sieht es gut? Da oben ist einer. Da gerade mal hin. Interessant ist, die ganze Zeit war da oben keiner. Wir haben aber auch niemanden dort oben getötet und dennoch ist jetzt dort einer. Mir kommt es fast vor, als ob nur das da ist, was im Vordergrund von uns ist. Sprich, was wir direkt ansehen und hinter uns dann die Monster quasi nach einer Zeit verschwinden und dann neu spawnen. Oh, nicht, dass du die umhaust, Mann. Ja, das war mir doch klar. Danke, hast du gut gemacht. Drei Essenzen immerhin. Oh nein, Tanks, komm, zaubern wir sie einfach tot. Bam.
braucht doch eh niemand, die Kollegen hier. Was soll das denn? Zack, zack, zack. Gibt's nix. Gibt's nix. Was war das erste Spiel, was ihr online gespielt habt? Das würde mich mal interessieren. Ich selbst muss da mal drüber nachdenken. Denke, das erste Spiel, das ich online gespielt habe, war Kral 2001. Oder Kral Online oder so. Das ist irgendwie ein Free-to-Play-Online-Rollenspiel gewesen, das so auf den Zelda, auf den A Link to the Past Sprites irgendwie basiert hat. Für PC. Es hat so alles Zelda-like ausgesehen, von den Häusern und dergleichen und auch vom Kampfsystem her und dem allen. Das war so das erste Online-Rollenspiel, beziehungsweise Online-Spiel, das ich überhaupt gespielt habe. Danach kam irgendein Command & Conquer-Teil oder StarCraft. Ich glaube eher StarCraft, bin mir nicht sicher. Also entweder Command & Conquer oder StarCraft. Und ja, dann Star Wars Galaxies. Das war ein Online-Rollenspiel von Sony, Online Entertainment und LucasArts. Ein Open World Star Wars Online-Rollenspiel. Ist leider nur auf Englisch erschienen. Also nie deutsche Übersetzung irgendwie in irgendeiner Form veröffentlicht worden. Und leider auch jetzt mit dem. Leider jetzt mit dem Start von The Old Republic auch abgeschaltet worden. Das finde ich, oder fand ich sehr, sehr schade. Denn obwohl es, wenn man genau ansieht, es gab eigentlich keinen Content. Aber das, trotzdem hatte man den ganzen Tag was zu tun. Dadurch, dass das System so frei war. Man konnte sich eigene Städte anlegen als Spieler, man konnte Sachen bauen, man konnte sich eigene Geschäfte hinstellen und alles in 3D-Grafik, nicht so 2D-Sprite-Kram oder so ein Schwachsinn, in 3D-Grafik. Man konnte Jedi werden, man konnte Hasse nicht gesehen werden, man konnte frei kombinieren aus den Skills, man konnte einen ein Jäger werden, der aber gleichzeitig auch Händler ist und dergleichen. Alles, was im Spiel war an Items, konnte auch gebaut werden oder war in der Regel gebaut von den Spielern. Es gab auch seltene Mega-Drops, besser sozusagen, aber der größte Teil wurde gebaut. Es war sehr, sehr umfangreich vom Crafting-System her, sehr lustig. Und im Zuge dessen konnte man halt auch dann verschiedene Sachen machen. Was gab es da? Da gab es Speeder-Rennen, oder Swoop-Rennen, die Spieler veranstaltet haben. Irgendwelche Turniere, Kriege zwischen den Imperialen und den Rebellen und dergleichen. Es gab keinen echten Content, aber trotzdem war die ganze Zeit was los. Das fand ich super gut. Das ist ja bei heutigen Rollenspielen nicht immer so. Da gibt es eine Menge Content. Trotzdem ist nichts los. Siehe Daily Quest und so weiter. Zumindest meine Meinung. Kenne viele, die dann nur zu den Zwangsveranstaltungen in Anführungszeichen der Gilden einloggen und dann spielen. Ist dann mehr harte Arbeit als dann wirklich Spaß. Kommt halt immer drauf an, auf was für ein Level man spielen will. Ob man jetzt irgendwie auf Brockreis spielt oder nicht. Ist natürlich dann unterschiedlich, was man an Zeit investiert, beziehungsweise womit man sich beschäftigt. Aber dieses Ganze auf Progress spielen ist auch so eine Sache, weil da denke ich, das greift auch auf andere Medien, beziehungsweise nicht Medien, sondern Spiele über. Wie jetzt zum Beispiel hier Solo-Rollenspiele und dergleichen. Die Leute sind einfach auch darauf bedacht, dann wirklich alle möglichen Vorteile rauszuholen aus Weakness und so weiter, dass die irgendwie anfällig sind für irgendwelche Sachen und so weiter. Und ich denke mir halt, muss nicht sein. Wenn du so durchkommst, ohne dass du groß rummachen musst,
dann ist es vollkommen in Ordnung und auch legitim. Da musst du dich nicht hinsetzen und irgendwelche Taschenrechner wälzen, damit du irgendwelche perfekten Rotationen rausbekommst. Letztendlich muss nicht sein. Lohnt sich auch überhaupt nicht. Und letztendlich, der Großteil spielt alleine, wird niemals irgendjemand sehen und wie er es durchgespielt hat. Ob er da eine Stunde dann länger gebraucht hat oder weniger. Ist doch vollkommen egal. Geschichte ist dieselbe, die jeder erlebt hat. Also, das ist auf jeden Fall was, wo ich mich dann frage, hat man da nicht was Besseres zu tun letztendlich? Trotz allem muss ich aber sagen, jetzt sind wir hier eine halbe Stunde rum. Wir haben noch keinen jetzt fangen können. Wir gehen jetzt in der nächsten Folge trotzdem nochmal her und gucken, dass wir einen Tank bekommen. Und wie gesagt, sollten wir keinen bekommen, dann werden wir das auf jeden Fall ändern, unsere Taktik, und werden dann auf andere Vertraute umschwenken. So, aber bis dahin sage ich auf jeden Fall ciao, ciao und danke fürs Zusehen. Euer Rektalin für Replay Games for You.